Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge Nummer 49 von Oxygen Not Included. Ja, wir haben letztes Mal hier ein bisschen was gemacht. Da war die letzte Aktion hier oben, glaube ich, irgendwie dieses Algenterrarium zu setzen. Da würde Sauerstoff kommen, da müssen wir dann weiter gucken. Wir hatten hier die Pufflets, der sollte eigentlich hier runterfliegen, der war schon unten leider. Hat das niemand schnell genug irgendwie zugemacht oder so. Da müssen wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten, dass das klappt. Und das würde ich sagen, machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann lassen wir auch loslaufen. Wir haben hier auch noch Kupfererz eingestellt, was wir vielleicht brauchen. Und dann müssen wir weiter gucken. Da wird mit Maske gelaufen. Hier ist Kohle irgendwie reingekommen. Der Strom läuft da. Ja, funktioniert erstmal. Die sind zu Gange. Wir müssen definitiv nach dem Sauerstoff gucken. Essen ist gerade mehr geworden und wir haben ja noch genügend zum Ernten, glaube ich. Das müsste klappen. Wir haben hier was reingesetzt, aber das ist leer. Da soll dieses Ei rein, was hier liegt, das Salber-Hatchling-Ei. Jetzt müssen wir noch mal gucken hier. Was ist mit dem Puffs? Wir können die doch irgendwie auch... Können wir die nicht... Nahrung... Einfangen auch. Rohschrank, Fischfütter, Tierfütterer, Eierlöcher. Hier, Tierfalle. Fängt ein Tier zum Transport ein. Zum Erlegen verwendet fehlende Ressourcen. Plastik. Okay, dann schauen wir sowieso eine Fischfalle. Flugtierköder. Lockt eine Art von Flugtieren an zum einmaligen Gebrauch. Vielleicht brauche ich das und stelle das hier hin. Ach, hier ist auch noch eine Leiter runter. Dann werden die ja noch weiter nach da fliegen. Laufen. Muss ich das hier bauen und dann kommt der dann dahin zum Beispiel und dann kriege ich ihn nach da. Schwierige Sache, ne? Aber vielleicht ist das die Lösung im Endeffekt, ne? Und ich muss das hier so bauen. Vielleicht kriege ich den nach da dann gelockt. Okay, Sauerstoff, Kupfererz. Warte auf Lieferung. Müssen wir mal gucken, ob das so geht. Ja, da haben wir jetzt eine Tür reingemacht. Oh, da ist jetzt eine neue Lieferung. Blaupausen. Hilfsgeräte, Omelettes. Okay, da haben wir was zu essen. Relative geht nicht. Okay, das wäre egal. Bauen gesenkt, schläft regelmäßig ein, das nicht so schnarcht laut. Das ist auch nicht. Also die beiden fallen weg. Wenn, dann wäre hier die Kochkunst, die Nahrungsmoralbonus gefragt. Drei Tierzucht, fünf Stärke beim Aufräumen. Kreativität gesenkt, Dekoration, Moralbonus. Ja, wir sind aber mit dem Essen gerade knapp dran. Das bedeutet, wir werden die Omelettes nehmen. Die müssen hier rein, ne, oder? Gut, ja, das soll gebaut werden. Wie sieht's denn aus? Sind wir schon weiter nach oben gekommen? Oh ja, wir können ein bisschen weiter gucken hier. Dann würde ich sagen, gucken wir auch, dass wir die Leiter ein Stück weiter höher bauen. Da geht auch noch was, aber das brauchen wir erstmal nicht. Was ist hier? Eis. Okay, da ist das kalte. Ein Kältebiom. Das ist das, was wir vielleicht auch irgendwo brauchen, ne? Also nicht schlecht, dass wir da hochkommen. Okay, die Rutschstange könnten wir noch weiter bauen, damit das Ganze schneller geht. Da ist sie. Gut, das funktioniert dann auch bis dahin. Oh, hier können wir auch noch weiter bauen. Können wir die da drüber bauen oder müssen wir abreißen? Ja, müssen wir abreißen erst. Zerlegen. Ja, das passt so, oder? Zerlegen, abbrechen. Ja, das ist richtig. Oh, da ist noch ein Bett frei. Kann doch noch jemand da schlafen. Hier haben wir so ein paar abstrakte Skulpturen. Natürlich besser wie nix. Dieses Bett steht noch falsch oder steht es richtig? Ne, ich glaube, es steht richtig. Diese stehen falsch. Aber das können wir jetzt so lassen, ne? Dies ist so richtig. Oh, schon weggemacht. Dann können wir da schnell die Rutschstange hinbauen. Dann geht es auch viel tiefer, ne? So, hier ist schon der Köder ausgelegt, oder was? Phosphoritköder.
Der müsste den da nur sehen, ne? Dann klappt das. Und jetzt sag nicht, der hat den geklaut, ne? Nee. Ist ja ein Flugtierköder. Und ist er jetzt da drauf fixiert? Kriegt er das mit? Ne, ich glaube nicht. Lockt eine Art von Flugtieren an. Zum einen werden gebaut. Überhitzungstemperatur 50 Grad. Die Tierart, die vom Köder angezogen wird, hängt vom Baumaterial ab. Okay, da haben wir wahrscheinlich gepennt. Flugtierköder. Jetzt müssen wir nur wissen, was die haben wollen, ne? Dann nochmal das Ganze. Kupfer, Ressourcen, Wildmetallerze, Flugtierköder. Phosphorit hätten wir und Bleistein hätten wir auch und Oxylit. Aber wer da was nimmt, keine Ahnung. Ja, das war jetzt ein Satz mit X, das war wohl nix. Steht das hier bei denen vielleicht? Fangmethode ist Köder. Also sind wir schon mal richtig unterwegs. Dieses Tier kann mit einem Flugtierköder bewegt werden. Verschmutzter Sauerstoff. Eigenschaften vielleicht, ne? Da steht aber nicht, was die mögen oder nicht mögen. Wegfindung zu einem Verfolgungskummer. Nee, Keime, keine Oberflächenkeime. Ja, die wollen ja nur diesen. Das sind nicht aggressive Tiere, die mit jedem Atemzug Klumpen von Schleim ausscheiden. Verdauung, verschmutzte Sauerstoff, Ausscheidung, Schleim. Fangmethode Köder. Aber ich weiß nicht welcher. Ja, das ist schlecht. Was haben wir hier noch? Ah, die Gattergeschichten, ne, oder? Okay. Schläft jetzt gleich auch wahrscheinlich, ne? Phosphoritköder. Sagt denn unser Buch dazu? Gibt's da was? Gibt's hier was mit Köder? Geysierer-Tipps? Ausrüstung, Brennfertigkeiten, Geysir-Systeme, Kreaturen. Ne, da werden wir es wahrscheinlich nicht finden, schätze ich mal. Das haben wir schon alles gelesen. Pflanzen, Industrie, Zutaten, Nahrung. Fakofilet, ne, da gibt's auch nichts. Nee. Wie heißt das Ganze? Phosphoritköder. Dann geben wir doch hier erstmal Köder ein. Ja, super, aber da steht nirgendwo wie, ne? Viehzucht, was haben wir hier noch? Flugtierköder. Lockt jeweils eine Art von fliegenden Kreaturen. Muss mit Schleim oder Furcht angelockt werden. Überhitzungstemperatur A. Phosphorit. Da steht jetzt hier nicht so wirklich was, ne? Also Nymphen, irgendwelche Nymphen werden angezogen, aber der Rest hier ist Glanzdeko, der möchte jetzt kein Phosphorit. Der möchte auch Phosphorit, aber unser Pufflets sind eher weniger mit Phosphorit unterwegs, kann er sein. Dünger, wo haben wir denn Oxylit? Oxylit hatten wir ja auch noch, ne? Da.
Pufflets mögen Oxylit. Wahrscheinlich, sagen wir es mal so. Und was war das, was es noch gibt, was wir noch haben? Dafür müssten wir nochmal hier hin. Nochmal dahin. Bleisteine immer noch. Warte, da müssen wir nochmal das Buch aufmachen. Und nach Bleistein schauen. Wie sah der jetzt aus? Keramik. Methan. Plastik. Salz, Sand, Sandstein, Sauerstoff. Chemium. Ist das hier alphabetisch sortiert? Nee, ne? Warte mal, da ist der da. Nee, das war Salz. Bleib, da ist er. Handdesinfizierer, brauchen wir einen Bleistein, okay. Und hier ist ein Puffprinz. Blitzblank pufft. Ja, weiß ich nicht. Dies könnte Bleistein oder Oxylit sein, ne? Das liegt nämlich da und keinen interessiert es wahrscheinlich von den beiden. Da kannst du diese Nymphendinger damit locken wahrscheinlich. Das bedeutet, wir zerlegen den und auch zerlegen den. Das bringt uns ja nichts weiter. Und bauen dann, warte, hier ist noch was. Ach so, da oben hier eine Brücke und eine Automatisierungsband. Okay, jetzt haben wir es erledigt. Jetzt brauchen wir nochmal Nahrung. Brauchen das. Brauchen das. Oh, warte mal. Nein, zu spät. Falle mit Oxylit. Baue ich jetzt hier hin. Ah, das ist eine doofe Stelle. Bau abbrechen. Nochmal die Nahrung. Nochmal den mit Oxylit. Mit Bleistein dahin. Gucken, was daraus wird. Ich hoffe, die beiden werden davon angelockt. Wissen tue ich es aber nicht. So, jetzt hier mal gerade den Karren ein bisschen aufräumen. Da haben wir ja schon ausgewählt, aber das ist alles voll, ne? Erde. Warte, wir müssen erst nach dem Dingens gucken. Hier nach dem Container gucken, aber da ist nichts drin. Okay, keiner hat da was reingetan. Auch schön. Da ist schon klar. Hier kann noch aufgesammelt werden. Sind wir da oben schon weit? Oh, da oben sind wir, glaube ich, schon ein Stück weiter, ja. Also hier geht's hoch mit Schnee, Granit. Da ist Schnee, da ist Granit. Granit. Unbekannt. Das heißt, wir gehen dann nochmal ein Stück hoch mit der Leiter. Da ist nochmal Granit. Dann lass uns das so fortführen. Ja. Rutsch. Saison ist bis da unten hin. Ich glaube, hier können wir eigentlich abbauen, oder? Jetzt muss das hier nur priorisiert mal werden. Und dann wollen wir hoffen, dass die da runter wollen, ne? Dann in dem Moment. Er geht ja schon runter. Jetzt lass uns mal gerade da einen Ziegel bauen, wenn. Ja, das müsste jetzt mal fertig werden. Ne? Dann wissen wir, ob das klappt mit dem. Ja, wird natürlich nicht gebaut, aber das könnte hier ganz schnell klappen. 9 und zumachen, bitte. Beide unten. Jetzt muss einer hier ganz schnell das zubauen. Jetzt nicht da reinfliegen. Sehr gut. Jetzt hier bitte. Kriegen wir das noch hin? Da kommt jemand und baut es. Ah, zum Glück. Die beiden sind schon mal eine Etage tiefer. Das bedeutet, den können wir mal abbrechen. Leider wurde der gerade gebaut. Und der muss dahin. Und der kriegt die Priomar-Arada schon. Flugtierköder 9. Sobald der da ist, müssen wir die Tür öffnen. Okay, geliefert wurde schon.
Da kommen noch mehr, aber das wird nicht dahin gebracht. Schade. Wäre es gewesen, ne? Aber da kommt Nisbeth und macht das, oder? Kupfererz geliefert. Wie ist mit Essen? Auch 40.000, haben wir jetzt ordentlich was. Strom ist gerade wieder gekommen, okay. Hier machen wir mal schon mal die 9 hin. Da passiert jetzt gerade nichts mit dem Köderding da. Könnte den jetzt mal gerade einer bauen, dann wüssten wir, ob das funktioniert oder nicht, was wir vorhaben. Da kommt jemand. Ich hoffe, der baut es. Auf jeden Fall kommt eine Lieferung. Okay. Vielleicht mache ich die Tür mal gerade auf, weil der daneben ist, ne? Klappt aber gerade nicht. Da wird gegessen. Ist jetzt gerade keiner da, der es tun kann, ne? Ja, wäre schön, wenn jetzt jemand kommt und den Flugtierköder da baut. Da oben wurde gerade gegessen vom Hatchling. Wir sind jetzt gerade alle am Essen. Okay, ist nicht schlimm. Essen ist wichtig. Wie sieht es denn mit unserem Sauerstoff aus? Der ist da auch schon angelegt. Das ist auch schon mal gut. So, jetzt bitte fertig werden mit Essen. In dem schmeckte das schon mal nicht. Haben aber angenehm geplaudert. Forschung ist auch nicht an. Geht keiner gerade weiter, ne? Komm, dann können wir auch gerade die Forschung machen. Plastikfertigung, ja. Aber wir haben kein Öl. Hammer und Dingsterbumster brauchen wir gerade nicht, finde ich. Surfsimulator ist jetzt auch nicht unseres. Expressmaschine, ne. Oxylitraffinerie und Molekularschmiede. Und was ist das letzte? Ein Trinkwassersprudler, okay. Ist auch nicht so von Bedeutung, ne? Tageslichtlampe, Aerotopf und Fensterziegel. Strandliege, okay. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Komm, wir machen diese Gatter. Fortschrittliche Automatisierung nennt sich das Ganze. Und ein Pufflet hat sich jetzt im Weg nach unten geschafft. Super, oder? Das ist ja wieder mal richtig ärgerlich, ne? So, was machen wir hier? Was machen wir da? Gute Frage, ne? Hier passiert jetzt gerade gar nichts. Da läuft jemand, aber der forscht. Die anderen sind am Pofen, alles klar. Ja, wollen wir denn noch Leitern in andere Richtungen? Hier haben wir Leitern in andere Richtungen, aber die sind nur bis da. Aber hier würde was gehen. Aber ziemlich schwierig hier, ne? Lass mal gerade die Keim-Overlay anmachen. Da, das bedeutet, ich würde jetzt erstmal grabend hier vorbeigehen. Da ist Wasser drin, ne? Ja, ich will das erstmal so handhaben. Gucken, ob das so klappt. So, der Pufflet ist noch da, der andere ist aber hier. Schlecht. Ganz schlecht. Vielleicht wird der mal irgendwann gemacht, aber keiner weiß wann. So, hier sind noch welche Punkte zu vergeben. Die machen wir gerade noch. Katalina braucht was. Katalina kann hier was machen, muss aber dafür erst das machen. Oder Katalina kann Arzneimittelzubereitung machen.
Doktor haben wir hier. Nee, dann macht die das nicht. Was hat die denn für eine Fähigkeit? Maschine, Athletik, Stärke. Sie ist stark. Verbesserte Tragfähigkeit, damit wir hier Mechatroniker machen, ne? Passt schon. Diese Leiter würde ich dann auch noch weiter durchziehen wollen. Dafür müssen wir hier wieder was umbauen dann, ne? Hm. Oh, da kommen zwei. Vielleicht läuft mal was. Oh, der Köder wird fertig gemacht. Vielleicht macht er jetzt die Tür auf. Flugtierköder ist fertig. Ja, der geht da jetzt hin, aber das bringt uns gleich nicht viel wahrscheinlich, oder? Geht nicht dahin. Bleichsteinköder. Tür ist offen. Aber es passiert leider nichts. Die sind da hinten. Der ist da, glaube ich, nicht von irgendwie beeindruckt. Irgendwie bringt das nichts, ne? Wahrscheinlich mögen die auch keinen Bleichstein und das war's dann, ne? Der hat hier auf jeden Fall was hingemacht, oder? Ne, Kohle ist das. Und Dünger. Da ist auch Dünger. Wenn er jetzt rübergehen würde, dann könnten wir da wenigstens zumachen. Dann wäre nur noch der zum Locken. Dann wäre es wieder einfacher. Müssen wir schauen. Wie wir das kriegen, weiß ich auch noch nicht. Wird nichts, oder? Also hier geht keiner drauf. Ich glaube, da besteht von denen kein Interesse. Oh, kein Sauerstoff hier. Das ist auch schlecht, ne? Ah, jetzt ein bisschen näher. Ganz schnell die Automatik machen. Ist auch auf 9. Könnte funktionieren. Nein, funktioniert nicht. Falsche. Ja, jetzt ist die Tür zu. Jetzt ist auch weggeflogen. Jetzt ist auch egal. Okay, ich sag mal, wir müssen in der nächsten Folge gucken, wie wir die Pufflets da weiter hinkriegen. Oder Puffs und ja, keine Ahnung. Das ist, hat jetzt nicht so gefruchtet. Mit Bleistein ist es, glaube ich, nicht die Lösung. Müssen wir dann schauen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.